Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Unboxing eines Real CSGO Knives von der Seite Real CSGO Knives. Ich bin bei ihnen vor kurzem Affiliate-Partner geworden und habe dann als Partnergeschenk ein Knife geschenkt bekommen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ihr werdet niemals erraten, welches es ist. Passt auf, ich mach mal auf. Es ist gar nicht mal so einfach. So. Zunsch ist nicht mehr drin. Gut. Holen wir das gute Stück mal aus der Verpackung raus. Damit werde ich später noch meinen Spaß haben. Ultra Crank verpackt. Aber so muss es halt auch sein, nicht das, was passiert. Okay. Das war jetzt eben ich, diese zerdrückte. Mein Partnerlink steht übrigens in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Seite mal anschauen und ein bisschen rumsurfen. Und euch mal die... Was glaubt ihr, was für eins es ist? Rate doch mal. Mensch, rate doch mal. Kinder. Können Sie es sehen, Mr. Krabs? Ja. Ich habe mir natürlich ein Karambit gewünscht. Oh, guck mal, richtig edel hier mit Schnur. Dass man es nicht verliert, nicht? Ja, natürlich habe ich mir ein Karambit gewünscht. Ein ganz spezielles. Und zwar... Schüssel. Oh, du kannst ja beinahe mit abstechen. Er ist natürlich stumpf. Es ist als Spielzeug deklariert, also so steht's auch oder so stand's auch auf dem Karton oder eben dem Paket, wartet mal. Von zollamtlicher Behandlung befreit, Deutsche Post und so weiter. Und hier steht auch nochmal, dass es eben ein Toy ist. Also es ist ein Spielzeug. Wenn auch ein Spielzeug, das sicherlich nicht für Kinder geeignet ist, weil es natürlich trotzdem aus Metall ist. Also ich meine, das ist echt ein schweres Teil, damit kann man sich auf jeden Fall ein Auge ausstechen. Aber es ist logischerweise ein Spielzeug für Erwachsene, beziehungsweise... Ich denke, viele nutzen es wahrscheinlich sogar eher als Anschauartikel. Wie heißt es? Ihr wisst schon, Dekoration. Viele hängen sich das auf oder... das ist echt cool. Sieht ultra nice aus. Jetzt mache ich halt einen schönen Fettfilm drauf, damit ihr das seht, wie fett meine Hände sind, ne? Da hinten kann es schwingen. Ich mache es jetzt nicht, aber du kennst es, schwingen. Weiß nicht, versuche es einmal, dann rammst mir voll in den Arm. Nett mit mir. Die Desk da. Nice. Ein Riesendank an das Real CSGO Knives Team. Vielen Dank an euch für dieses ultra coole Teil. Also ich werde es auf jeden Fall in Ehren halten und immer mal wieder damit rumschwingen, es in diverse Videos einbauen und so weiter und so fort. Ich hatte, das wissen ja einige, so ein Teil schon vor längerem in der Hand, weil ich Wallen eins geschenkt habe. Also es ist ein Jahr her. Naja, noch nicht ein ganzes Jahr, aber es ist bald ein Jahr her. Es war schon cool, das so zu sehen. Und in dem Moment dachte ich mir, ich hätte auch gern eins. Und jetzt habe ich tatsächlich eins. Es ist einfach dem Community Knife nachempfunden, also dem Fate, beziehungsweise es ist ja, das was ihr mir geschenkt habt, ist ja ein Karambit. Viele sagen Fire and Ice, ein paar haben mir gesagt, es wäre kein Fire and Ice, weil es nicht auf beiden Seiten so wäre. Ich kenne mich da so schlecht aus, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Knife kommt einfach am ehesten an das Messer heran, das ihr mir geschenkt habt. Also in Counter-Strike halt. Und ja, es ist enorm, wie günstig im Vergleich diese Teile sind. Ich glaube, das hier kostet 30 Euro, 35 Euro. Ich habe jetzt gerade den Shop nicht offen, also der PC ist aus. Aber es ist um ein Vielfaches, um ein extrem hohes Vielfaches günstiger, wie diese Knives in CSGO, wie die Pixel, die man da kaufen kann. Also das ist wirklich enorm. Man hat hier tatsächlich Eisen, Stahl in der Hand und hier dieser wunderbar gefertigte Plastikgriff. Ich will jetzt wirklich nicht ironisch klingen. Also sieht cool aus und das fühlt sich cool an. Das Einzige, was vielleicht nicht gewollt ist, ist dieses kleine Fitzelchen hier. Ich weiß es nicht. Aber sowas ist ja auch kein Problem, so einen Sparen abzumachen. Das ist ja wirklich Lellebibbel. Das Metall sieht ultra nice aus. Da ist noch die Schutzkappe drauf mit einem Seil. Und jetzt ist es geschützt. Jetzt kann man sich um den Hals hängen, was man wahrscheinlich lieber nicht machen sollte. Offen darf man die auf keinen Fall führen. Aber eben um es zu Hause aufzuhängen, um es anzuschauen oder eben damit rumzuspielen in der heimischen Sicherheit. Boah, das ist ein cooles Teil. Ich kann die Augen gar nicht davon lassen. Das ist echt eine schicke Sache. Werle, jetzt sind wir Messerbrüder, Mensch. Wir sind jetzt Messerbrüder. Lass uns auch noch mal kurz hier hinten drauf gucken. Auch das ist perfekt gearbeitet. Dieses Metall sieht richtig nice aus. Fast wie ein Bieröffner. Cooles Teil. Vielen, vielen Dank nochmal an euch Leutchen von Real CSGO Knives. Das ist echt der Hammer. Jetzt kann ich endlich mein Brot schmieren, weil ich all die Jahre konnte ich mir kein Brot schmieren. Schau dir das an, Kamera. Schau dir das doch mal an. Die Cam denkt sie jetzt auch. Oh. Ich komme gar nicht aus dem Staunen raus. Ich finde es voll nice, einfach jetzt auch so ein Teil zu haben. Und dahin liegt die Schere weich, die ist jetzt halt total abgestunken gegen das Knife. Sehr, sehr cool. Schaut euch da auf jeden Fall mal um. Wie gesagt, diese Real-Life-Knives kosten viel, 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 viel weniger. Wenn man sich überlegt, dass dieses Knife in CSGO, keine Ahnung, 500 Euro kostet oder 400. Also ich sag mal zwischen 200 und 600 oder 1000 oder sowas. Und sich dann einfach so ein Teil für ein paar Euro kauft, das ist einfach der Hammer. Es ist auch richtig schön schwer. Und es ist austariert, schau. Ich merke gerade, mein Kamerawinkel ist ein bisschen kacke dafür. Ich habe noch so ein winziges Stativ im Moment. Das andere ist kaputt. Ich habe halt eine austarierte Sache bei mir zu Hause. Mein Kontakt hat auch auf jeden Fall einen extrem positiven Eindruck gemacht. Also wir haben geschrieben bei Fragen und sowas, hat er direkt geantwortet. Wir haben das alles über Twitter gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Leute, schaut dort vorbei, ja. Gönnt euch mal ein Knife, falls ihr Bock habt und das Geld dazu. Gönnt euch ein Knife, gönnt euch auch zwei mit Simons. Komm, was soll der Geist, gönnt euch drei.
Über meinen Partnerlink erhalte ich natürlich etwas Provision, also ein paar Prozente bekomme ich da in Geld ausgezahlt, wenn ihr da wirklich etwas über meinen Partnerlink kauft. Ihr könntet die Seite natürlich auch einfach über Google suchen und euch trotzdem dann was kaufen, ohne dass ich jetzt da irgendwas erhalte. Aber ja, falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auch einfach über meinen Partnerlink machen. Der ist jetzt ja verlinkt, einige haben es schon gesehen. Soweit, so gut. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.